Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der Asia-Mod für 7 Days to Die. So, wenn mich meine Zeitrechnung nicht täuscht, ist heute Hordentag. Ich habe ein paar Vorbereitungen getroffen, beziehungsweise ein bisschen Ressourcen gesammelt, um noch ein paar Sachen zu befestigen. Ich habe versucht, Fackelhalter zu machen, kann allerdings mangels Stoff nur zwei Fackeln machen. Also ich habe jetzt hier zwei. Drinnen läuft noch ein Fackelhalter, in den ich Kohle reintun könnte. Das dauert aber noch 4-5 Minuten. Den kann ich quasi erst später einsammeln. Ich hoffe, ich denke dran. Und ja, jetzt ist die Frage. Ein paar Seile habe ich noch gemacht. Ich habe Bambus in der Tasche. Ich habe ein bisschen Eisen, um Sachen aufzuwerten, und das Wasser lasse ich da, das Schmutzige, das ist ja Quatsch. So, das war nicht so gedacht, und auch die, ich muss ein bisschen gucken, ich bin das gar nicht gewohnt, dass ich Platz auf dem Gürtel habe. Das heißt, nee, hier ist kein Platz mehr. Okay, das macht ja nichts. Ich habe 8 Eisenpfeile. Ich weiß noch nicht. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, die für eine Horde einzupacken und vor allem sie nicht einen ganzen Tag mit mir rumzutragen. Ich habe hier oben schon... Da könnte ich auch noch Eisenpfeile draus machen. Das müsste ich aber an der Werkbank tun und die ist eh beschäftigt. Das lasse ich also alles gut sein. So, das bleibt hier so da. Ich habe einen Haufen Pfeile. Die hole ich alle später. Ich lasse die Knochen da. So, ich brauche Holz. Ich habe schon nicht mehr so viel. Und das, obwohl ich keinen Fußboden gebaut habe über Nacht. Ich habe... die muss ich aufhängen, die Fackeln. Ich will jetzt erstmal nach vorn gehen. Ich gucke mal, ob eine Morgenhorde da ist, wegen der Punkte. Und eine Sache, die ich noch machen wollte. Ich habe ja einen, also 6 Punkte insgesamt. Und habe jetzt natürlich die Wahl. Was will ich craften? Das Problem ist, ich möchte einen Jagen machen. Aber wenn ich den Jagen machen will, brauche ich dafür... Nägel. Und für Nägel brauche ich eine Schmiede und einen Brennofen. Ich habe deswegen beschlossen, ich mache jetzt trotzdem, ich perke jetzt trotzdem, achso, ich weiß natürlich nicht, wann ich dann jemals Nägel kriege. Vielleicht lasse ich die Punkte mal so lange hier, bevor ich rausfinde, vielleicht bei der Händlerin nochmal gucken, ob es da Nägel gibt oder ob die irgendwo rausfallen, wenn ich was zerlege. Ich weiß es nicht. Aber das heißt, ich kann, ich habe alles andere, glaube ich. Aber eben keine Nägel. So, wie schaut's aus? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Ah, okay. Gut. Dann begrüße ich den Tag mit einem Zombie. Hallo, Hörnchen. Dahin sind die Pfirsiche nachgewachsen. Das ist auch gut. So, und ich glaube, ich gehe als erstes mal die Pfirsiche holen, bevor hier wieder der große Zombie-Auflauf startet. Ich brauche auch eigentlich noch viel mehr Eisen, fällt mir ein, weil das wird wahrscheinlich genau für einen Pfosten oder einen so ein Ding reichen. Da habe ich was abgeworfen. Und hier krabbelt noch ein Zombie und da ist eigentlich der Eisenpatch. Also mache ich erst den Zombie weg. Ah, er hat natürlich zuerst zugeschlagen. Leichte Rüstung hat sich erhöht. Hey, du auch noch? So ist es mir am liebsten. Da hinten ist auch nochmal Eisen. Dann nehme ich doch noch 1-2 Blöcke mit. Oder jedenfalls so viel, bis der Zombie da drüben hier ist. Ach, man kommt zu nichts, Leute. So muss das. Also Eisenhacken ist schon auch ein sehr mühsames Geschäft. Mit 11 Punkten pro Schlag, die da weggehen. Also das ist schon noch sehr mühsam. Ein bisschen besser ist es beim Holzhacken. So, ich habe ein bisschen Steine gehackt und gerade fiel mir ein, ich könnte mal gucken. Und tatsächlich kann mir mittlerweile eine 2er Steinaxt machen.
Und ich habe jetzt 481 Holz. Gleich kann ich mal testen, ob die neue ein bisschen besser funktioniert. Und ein bisschen Eisen. Und ich habe auch noch mal so eine Raupe und ein bisschen Maulbeerblätter eingesammelt. Oh ja, das geht deutlich schneller. 25 pro Schlag. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, ich habe ziemlich viel Gras eingesammelt für mehr Seile. Ich habe ein bisschen Holz gehackt. Ich habe sogar noch ein paar Steine mitgenommen. Und Eisen habe ich jetzt auch. Das heißt, jetzt schaue ich erstmal, was ich eigentlich hier an meiner Hordenbasis verbessern kann. Und vor allem will ich die zwei Fackeln, die ich habe, anbringen, damit ich irgendwas sehe heute Nacht. Und prompt ist das Wetter schon wieder mies. Wäre jetzt schön gewesen, hier was zu sehen, aber hey. Gut, ich kann hier nichts machen, weil dazu bräuchte ich Beton. Aber ich könnte die Fackelhalter vielleicht ein bisschen weiter oben. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Licht ist. Nicht, dass sie mir die dann wegkloppen, wenn die... Oder dass sie zu weit oben hängen. Ich mache sie mal einmal hier hin. Ach so. Ja, Fackeln erst kurz vor knapp, weil sonst sind die ja quasi schon ausgebrannt, bis es dann soweit ist. So, hier wollte ich noch aufwerten. Das ist sozusagen die zentrale Stütze meiner Hordenbasis. Und mindestens Höhe 2 dann auch mit Eisen. Ich sehe halt einfach auch gar nichts. So. Okay, und hier kann ich ja nichts mehr verstärken. Ich könnte nur... Ah doch, hier ist so ein bisschen. Das ist auch alles super stabil. Hier habe ich noch... Mann, ist das finster. Und das mitten am Tag. Irgendwas raus, vielleicht, dass es mitten am Tag ist. Und ich hoffe auch, dass das jetzt irgendwie die unteren drei waren, die ich da aufgewertet habe. Vielleicht könnte ich mir mit dem restlichen Holz auf jeden Fall noch mal einen ganzen Satz Rahmenformen machen. Damit ich ein bisschen hier rumbauen kann. Oder eher 40. Ich habe die Taschen schon wieder voll, das ist echt kaum zu glauben. So, und dann muss ich hier natürlich irgendwie nach oben kommen. So, Fähigkeit im Bereich Parcours. Und hier würde ich jetzt eigentlich gerne mal schauen, ob ich vielleicht eher mit Gittern was machen kann. Bars heißt das. Fortgeschritten. Eher so, dachte ich vielleicht. So, das wäre schon mal ganz gut. Und damit mache ich einfach weiter. Oh, und es wird endlich hell. So, das sollte auf jeden Fall schon mal besser funktionieren als beim letzten Mal. Habe ich leider nichts, wo ich drauf springen kann. Dann mal zurück zu den normalen. So, der kommt schon mal weg. Da machen wir einmal... Stellung kopieren. Und vielleicht mache ich auch so ein bisschen auf der anderen Seite. Dann kann ich da nämlich auch gucken, falls ich zumindest so ein paar links und rechts. So, und jetzt würde ich, glaube ich, das habe ich aufgewertet, das habe ich nicht aufgewertet.
Und zwar einfach hier in die Mitte. Aber wahrscheinlich einfach zwei breit. So. Das auf jeden Fall aufwerten. Jetzt wäre die Frage, an sowas habe ich ja bis jetzt noch gar nicht gedacht, weil ich erstmal nur safe sein wollte. Langsam könnte ich mir natürlich Gedanken darüber machen, wie kriege ich die Zombies in meine Nähe, um sie mit dem Knüppel zu bekämpfen. Weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe heute. Mach das erstmal fertig und dann gucke ich mal. Okay, da oben komme ich nicht dran. Habe ich noch Eisen? Erstmal doppelt Holz. Holz ist aus. Verdammt. Das war ein kurzes Vergnügen. Ich baue also erstmal gar nichts mehr. Und, ach Mist. Ich brauche hier mal in der Nähe so einen Lagerkorb. Aber ich habe Bambus. Ich habe ja kein Holz mehr. Ich gehe mal schnell Holz holen, damit ich mir hier einen Korb bauen kann. Und dann kann ich nämlich hier mal ein bisschen Zeug abwerfen. Festgestellt, dass ich Stoff gar nicht selber machen kann, sondern dafür eine Schneiderwerkstatt brauche. Das heißt, ich muss Stoff looten für weitere Fackeln. Okay, einen Korb erstmal. Der kommt hier nach oben. So, meine... das war jetzt eins zu viel. Halt, ich habe hier noch... Moment. Noch ist alles gut. Hier an den Seiten ist so das Risiko eigentlich, dass die Zombies feststellen. Okay, ich habe auf jeden Fall Probleme. Und es sind zwei Block. Also das ist schon nicht so einfach. Außer natürlich, man lässt ihnen einen Block dran stehen. Das wäre sehr ungünstig. Also wäre vielleicht doch ganz smart, hier sowas stehen zu lassen. So, den Korb. Hier habe ich das alles so ein bisschen. Den Korb stelle ich hier oben hin. Wenn ich kann. So. Ich will da eigentlich eh nicht länger Sachen drin lagern, weil die sowieso die Gefahr laufen, verschütt zu gehen. Bei der Horde irgendwie kaputt zu gehen oder so. Aber ich brauche Platz. Und ich muss was essen. Ja, was ich natürlich machen könnte, wäre hier so ein Türmchen bauen. Hier nebendran. Ich habe super viel Platz hier. Oder dahinter vielleicht sogar, um sie so ein bisschen auf den Platz zu locken. Und... oder nach hier oben, weil es noch ein bisschen höher ist und mehr Fallschaden macht. Und das mit so ein bisschen Absprungpositionen versehen, damit sie die Gelegenheit haben, sich weh zu tun beim Runterfallen. Aber ich bräuchte jetzt erstmal noch... okay, erstmal muss ich noch ein paar Sachen aufwerten. Zum Beispiel das hier. So, ist aufgewertet. Mittag oder so. Ist es schon? Jetzt schaue ich vielleicht nochmal hier in das ein oder andere POI. Ich brauche Nägel. Ich brauche Stoff. Und meine Sachen sind kaputt. So. Was ist da eigentlich drin? Keine Ahnung, was man zerlegen müsste, um Stoff draus zu kriegen. Vielleicht diese Betten. Da ist ein Kriecher. Da liegt einer, der aufstehen würde. Komm du mal raus. Dann mache ich das hier mit dem Knüppel. Oh, und das erste Gewitteranzeichen. So, nächster. Nichts mehr.
hier hinten? Ich sehe eigentlich nur noch den. Sie sind es mir am liebsten. Ich glaube, das war's hier schon. Okay. Oder einfach looten. Nägel gerne. Nee, da ist gar nichts drin. Das ist ja bitter. Holz und Stoff. Perfekt. Dann... Ach, jetzt habe ich kein Fett mitgenommen. Sonst könnte ich tatsächlich in der Tasche Fackeln bauen. Ist ja ärgerlich. Seidenstoff. Gut, ich habe auf jeden Fall eine Stoffquelle gefunden. Aber was müsste ich zerlegen, wenn ich so eine Kiste zerlege? Ja, dann fallen Nägel raus. Fantastisch. Einmal. Oh, ich brauche 10 für die. Ja, 2, 3, 4, 5. Also ich brauche noch so eine Kiste. Was ist damit? Papier. Dann erstmal mehr Stoff. Aber es ist schon Abend. Schade um die schönen Möbel, die ich jetzt kaputt machen muss, aber... Das hat sich nicht gelohnt. Da war Geld drin. Noch mehr Papier. So, noch kann ich es tragen, was auch immer es ist. Okay, es ist auf jeden Fall schon Abend. Ich muss noch ein paar Sachen holen. Werde ich wohl alles nicht mehr schaffen. Das lohnt sich auch nicht. Okay, immerhin habe ich rausgefunden. Den kann ich nicht kaputt machen. So, 19 Uhr. Ich habe rausgefunden, wie ich an Stoff komme und wie ich an Nägel komme. Ich habe auch Stoff, aber ich habe nicht genug Nägel. Gut, aber das heißt, ich kann als nächstes den Jagen auf jeden Fall perken, weil ich auch so an Nägel komme, um den dann zu bauen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Oh, 82 Eisen. Ich hab immer abgelegt. So. Sollte nicht zu spät. Oh, verdammt, ich bin überladen. Ich bin überladen. Ich hab's befürchtet. So. Ich lass mal die 4 Federn da, nehme meine Krüge mit und sieh zu, dass ich noch mal kurz nach Hause komme, dann kann ich das Feuer noch nehmen. Ich muss ja auch meine Fackeln noch setzen, sonst haben wir nichts von den Fackelhaltern. Und es ist eindeutig Tag 14. So viel ist sicher. Und dann kann ich vielleicht besser, wenn die Fackeln... Oder ich kann vielleicht die Fackeln noch von oben setzen. Ich weiß es nicht. So, einmal nach oben. Und schon wieder völlig außer Puste. Parkour hin, Parkour her. Springen kostet einfach sehr viel Energie. So, ich brauche einmal Tierfett für Fackeln. 2. Ich mache mal 4, um ganz sicher zu sein, dass ich im Zweifel welche nachmachen kann. So, ich mache uns mal Licht. Geraffel. Die wertvollen... Ah, hier habe ich noch 2. Vielleicht nehme ich die auch noch mit. Ach, nee, ich lasse die hier. So, okay. So, hier ist nirgendwo Platz für irgendwas. Ich packe das mal alles hier rein. Stoff,
Zeug, das sortiere ich dann irgendwie heute Nacht, wenn es soweit ist. Und natürlich die Nägel. Eisen nehme ich mit, zumindest die Hälfte. Essen, das ist ganz okay. So, ich brauche einmal hier die zwei Fackelhalter. Die zwei Standfackeln. Dann das, was ich an Kohle dafür beiseite gelegt habe. Und noch mehr Pfeile. Und 4 Brandbomben für alle Fälle. Und die 108 nehme ich auch noch mit. Ich denke... Okay, jetzt muss ich mich aber ranhalten. So, um Zwischenfälle zu vermeiden, bleibe ich gleich hier oben. Mir bleibt aber nichts anderes übrig, als tatsächlich nochmal runter zu hüpfen. So. Bitte lass es noch nicht 22 Uhr sein. Ich sehe mal zu, dass ich nach oben komme. Wunderbar. Jetzt kann ich hier in die Ruhe noch. Da habe ich nämlich aufgehört zu bauen. Also die Lichtsituation zumindest hier unten ist deutlich besser. Ich im Idealfall... Ah, ich hätte ja auch noch Fackelhalter gehabt. Ich komme ja auch von hier aus gar nicht an die Fackelhalter ran. Ich glaube, ich belasse es mal bei dem und sehe lieber zu, dass ich das noch gebaut kriege. So. Und eigentlich hatte ich mir das so gedacht, dass ich hier dann einfach mal einen Weg nach oben baue, aber... Habe ich denn hier oben noch irgendwie eine Fackel? Ich lasse das mal mit dem... So, ich lasse das mal so. Und, spendiere für hier oben noch eine. Hier ist nämlich auch immer so finster. So, das ist doch auch schon mal gut. Ja, genau, so richtig viel Zeit war da nämlich auch nicht mehr. Dann... Habe ich jetzt leider nicht so viel. Hier wollte ich noch weiter bauen. Ah, da sind sie. So, kann ich da noch ein bisschen weiter bauen? Dann wird es Zeit, euch langsam mal Pfeile in den Rücken zu jagen. So, jetzt habe ich, glaube ich, alle. So, los geht's. Das ist aber schon sehr viel komfortabler als beim letzten Mal, weil ich nämlich mehr sehe und ihr wahrscheinlich auch. Das finde ich schon mal super. Und das hat natürlich auch dann mit Pfeilen schießen große Vorteile. Also die Beleuchtung ist quasi optimal. So. Ah, mit der schönen Musik. Schöne Beleuchtung, alles wunderbar. Nicht hüpfen. Nee, nicht hüpfen.
Also das mit den Fackeln war so eine gute Idee. Ich fand das mit den Pfeilen eher so. Ah. Aber die Horde ist auch noch überschaubar. Schade nur, dass jetzt die Musik aus ist. Nein, die schönen Pfeile. Schön an der Horde mit dem Bogen ist, dass man tatsächlich ein bisschen Punkte macht. Also einfach, genau, den Bogen auflevelt. Und selber auch auflevelt. Level 14. So, jetzt habe ich, glaube ich, sogar schon 2 Punkte. Dann kann ich ja doch bald an einen Schmelzofen denken. Nein, nein. Was macht ihr da? Okay, ich muss da hinten die Beleuchtung noch verbessern. Ich sehe, was sie da hinten machen. Aber dann konzentriere ich mich jetzt eben erstmal auf die hier. Ach. Nochmal wieder ein bisschen dran erinnern, dass hier die Musik spielt. Nicht da hinten hin. Ja, da könnten sie theoretisch hochkommen, genau. Diese Mauer wird leider nicht ewig halten, aber die nächste Horde bestimmt noch. Ich muss dann einfach zusehen, dass ich ihnen einen anderen Spielweg liefere, damit sie ein bisschen mehr Spaß damit haben, woanders hochzugehen. Also das würde ich doch als sehr entspannte Horde bezeichnen. Bis jetzt. Ich habe aber natürlich auch noch keine Luftangriffe und... Aber immer genug Seile dabei haben. So, 2 Level habe ich schon gut gemacht. Beim Bogen. Da müsste ich doch langsam auch mal zu einem Zweierbogen kommen. Thank you.
Sieht aus, als wären das schon die letzten. Ah, ich höre irgendwo anders noch einen Klopfen. Nee, auf der anderen Seite ist tatsächlich keiner. Na? Und ich höre Blöcke zu Bruch gehen. Wo hat er denn irgendwas zerlegt? Ja, den Teil davon kann ich leider nicht sehen. Ich habe nur hier. Und da oben. Also Licht. Oh, meine schönen Pfeile. Aber das mache ich jetzt nicht. Nachdem es so gut geklappt hat. Und da hinten, glaube ich, jetzt auch schon langsam die Sonne aufgeht für die paar Pfeile. Da mache ich mir lieber neue. Ah, irgendwo draußen vielleicht noch. Mach hier mal. Ich will das lieber hier unten hinmachen. Das ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, ich könnte durchfallen. Aber das geht, glaube ich. Ja. Aber der ist mir wahrscheinlich eher gefolgt. Oh. Dann kommt doch alle nochmal hier rüber, wer noch übrig ist. Und dann können wir den Rest noch abfeiern. Ach, das ist sehr hübsch hier. Ja, Mensch, ich glaube, das war's schon. Dann würde ich sagen, da geht auch schon die Sonne auf. Sehr, sehr schön. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen hoch da und abonniert den Channel für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.